Ich habe mit Heroin aufgehört, ich habe mit Kokain aufgehört, ich habe mit Teile, mit Pappen und mit Pilzen aufgehört. Ich bin nur noch am Durchrauchen und am Alkohol trinken. Was wollt ihr mehr? Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ich finde das irgendwie geil, dass sie das feststellen, dass einfach so ein Hai so zugeknallt ist. Also ein Hai. Ja, dass die Haie zugekokst, alle Weibchen bügeln, das ist das sogenannte Hai-Diekmann-Phänomen. Was wir aus den Medien kennen. Howdy ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 106. Episode eures Lieblings-Presse- und Medien-Podcast. Voll in die Presse. Heute nicht aus der Ponderosa, nicht aus dem Sammatorium, sondern aus dem Beefhole. Mit dem Gastgeber Beef Rogers. Hallöchen. Und ihm gegenüber sitzt Prolo Ferrari, frisch aus der Sommerpause. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und heute per Zoom-Schalte von nebenan der Nachbar. Ihr kennt ihn auch unter dem Namen Sammer. Moin, moin. Ich kenne ihn eigentlich nur unter dem Namen Sammer. Ach so. Ich dachte, das ist ein Deckname. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Also mein total 100% echter Name ist natürlich Ben Cartwright und ich begrüße euch zu diesem Podcast und freue mich auf eine weitere Episode mit skurrilen Presse- und Mediengeschichten. Und wer dieser Tage in die Medien schaut, der wird natürlich auch viele davon schon gelesen und gesehen haben. Wir machen einen kleinen Rundumschlag heute und da das sonst vielleicht auch zu trocken passiert, hat der Prollo aus den USA eine wunderschöne Sammlung Biere mitgebracht. Du kannst sie vielleicht gleich einfach mal alle vorstellen, weil wir werden die gar nicht alle trinken können. Und der Herr, wie heißt du nochmal? Ich überlege gerade Beef Rogers. Ja, genau, Beef Rogers, der hat auch eine wunderbare Sammlung Biere mitgebracht. Helle in dem Fall. Ich habe auch ein helles dabei. Und ja, der Sammer guckt halt wie immer zu. Ja. Aber sei es drum, da freue ich mich schon drauf, das eine oder andere gleich zu kosten. Also ihr könnt auch, wenn ihr wollt, gleich ein Zeichen geben. Dann spiele ich das kleine Jingle ab, wenn ich es finde. Und dann können wir einen ersten Schluck nehmen. Aber ansonsten, ja, ich habe schon gesagt, die Medienwelt ist verrückt. Wir haben jetzt Olympia hinter uns gebracht, dann die Paralympischen Spiele. Und auch viel drumherum eigentlich Nebenwerk in den Medien mitverfolgt. Aber ich habe mir zurufen lassen, lieber Beef, du wolltest noch was zur letzten Olympia-Special-Sendung aufklären oder nachreichen. Ja. Denn wer das nicht gesehen und gehört hat, dann zieht euch das bitte noch mal rein. Folge 105, das Olympia-Special. Unbedingt. Ja, ich bin auch über einen Artikel gestolpert, der ein paar Tage nach Olympia oder am Ende von Olympia quasi veröffentlicht wurde. Und es ist so ein faszinierendes Dokument der menschlichen Selbstüberschätzung. Und das wollte ich unbedingt noch nachreichen zu Olympia. Und zwar geht es darum, dass in Großbritannien eine Umfrage durchgeführt wurde. Und bei der Umfrage, die war vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, und sehen sich 27% aller Briten als potenzielle Olympioniken. Ja. Und zwar, das heißt, und der einzige Grund, warum sie nicht dabei sind, ist, weil ihnen einfach der Trainingseifer fehlt. Und die Frage ging in die Richtung, also wir haben 2070 Personen befragt, Weiblein und Männlein, und da haben sich insgesamt 559 zugetraut, innerhalb von 4 Jahren wahrscheinlich oder auf jeden Fall zur Elite des jeweiligen Sports aufzuschließen und an den Spielen in Los Angeles 2028 teilzunehmen. Haben die das denn auch bezogen auf eine konkrete Sportart? Ja. Also ja, Darts genau. Oder so wahrscheinlich. Ja, genau. Hab ich auch gedacht, so irgendwie so wurde auch mit britischer Grundbetankung irgendwie noch mit 4, 5 Bierchen im Tee dann noch relativ gut durchkommst. Ja. Also das sind tatsächlich alle möglichen Sportarten. Also es ist auch
drin, also 10 Meter Luftgewehrschießen oder Bogenschießen, Badminton, aber auch Tischtennis, 100 Meter Sprint, finde ich ja faszinierend, also ganz ehrlich. Das ist eine steile These. Also Sackhüpfen würde ich ohne weiteres gewinnen, ja. Aber das wird ja schon lange nicht mehr angeboten. Genau, oder also es ist wirklich kreuz und quer, Golf, also Volleyball, Basketball, also auch Mannschaftssportarten, da fühlen sich unfassbar viele berufen, also sie würden, wenn sie ein bisschen mehr trainieren würden, könnten die das locker machen. Ich trainiere ja auch, ne? Wie ihr wisst, fürs Solo-Synchronschwimmen ja, immer noch. Ja, gut. Ja, ich finde das, und wie gesagt, was mich dabei, es ist ja eigentlich ganz witzig, aber es ist unfassbar, wie soll ich sagen, arrogant und selbstüberschätzend, dass man glaubt, also wie gesagt, wir reden von 27, das ist mehr als jeder Vierte. Ganz ehrlich, ja. Also wir sind hier eine Vierergruppe, also einer von uns könnte es locker zu Olympia schaffen, wenn man danach, also das ist völlig absurd. Es gibt übrigens auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also durchaus, das ist nicht geschlechterspezifisch, dass jetzt tendenziell sich die Männer mehr überschätzen, in Anführungsstrichen. Vielleicht darf ich das ganz kurz mal zum Anlass nehmen, hier so eine kleine Umfrage zu starten. Fangen wir mal mit dem Sommer an. Wenn ihr vorhaben würdet und diesen Ambitionismus da aufgreifen wolltet, in welcher Sportart, tatsächlich existierende Sportart, würdet ihr denn meinen oder am liebsten bei Olympia antreten zu wollen? Also was würde euch da reizen? Also ihr könnt euch jetzt wünschen, ihr seid in irgendeiner Sache richtig gut, was wäre die Sportart, die ihr da gerne machen würdet? Motorboot fahren. Das gibt's ja nicht mehr. Ja, aber sag mal, ich habe dich zuerst gefragt. Olympisches Fußballturnier. Ja, ich finde Fußball bei Olympia ehrlich gesagt so fast ein bisschen deplatziert. Auch ich finde sowas wie Bogenschießen sehr geil, zum Beispiel. Mhm, okay, da haben wir einen Bogenschützen und du jetzt mal ernsthaft, Stabhochsprung oder? Ja, ich tatsächlich irgendwas mit Schießen. Ich glaube, also Stabhochsprung ist ohne Schießen. Nee, also wie also mit Stab. Die klassische Version. Also nicht oben von der Stange oder Schießen, das heißt genau. Schützenfest. Also wenn als Biathlon, ansonsten aber lieber Schießen als Stabhochsprung. Weil wegen auch der Höhenangst. Ja, verstehe ich. Ich möchte übrigens mal einwerfen hier, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist in den sozialen Medien rundgegangen. Hier ist das Video von einem der Paralympics-Bogenschützen, der keine Arme hat und irgendwie, also der spannt den Bogen oder hält den Bogen zwischen Fuß und Schulter und hat dann, berechtigterweise der Goldmedaillengewinner und schießt das Ding dann und trifft wirklich genau die Mitte, also nicht nur die mittlere Fläche, sondern wirklich Mitte vom Bullseye, wie in so einem Robin Hood-Film, ja. Und ich würde mir das Ding wahrscheinlich, wenn ich das mit den Füßen machen müsste, in die Fresse schießen. Also ich war doch verblüfft. Also ja, also. Das ist vielleicht auch sollten die Briten sich das alle mal angucken, dass es wahrscheinlich noch einer gewissen Übung bedarf, bis man dann wirklich soweit ist. Ja, also wenn man sich die Sportler mal im Detail anguckt. Ja. Okay. Ja, finde ich auch. Also. Aber ich bleibe beim Schießen. Also noch ein Schützen. Genau, also bei mir wären, ich bin gerade noch überlegen, ob ich, also ich, wie soll ich sagen, ich schwanke zwischen Rudern und Fechten. Finde ich tatsächlich beides auch ziemlich coole Sportarten, auch allein, also gerade auch bei Rudern ist es ja so ein Thema, dass du ja ähnlich wie beim Schwimmen oder sowas, beim Rudern musst du es noch länger durchhalten, also einen völlig synchronen Rhythmus finden musst. Das ist also sowohl, also gerade in Vierern oder in Zweier doppelt oder wie auch immer. Und das finde ich ganz erstaunlich, was da geht. Und Fechten ist halt unfassbar schnell. Ja. Das finde ich halt eben auch faszinierend, wenn einfach solche Sportarten, wie gesagt, ich kann weder rudern noch fechten, also rudern noch eher als fechten. Nee, das ist ja jetzt hier, wünscht dir was. Genau, also, aber ich fand das, finde ich, beides faszinierende Sportarten. Also was mich am meisten geflasht hat, so vom Sport her, weil ich das vorher gar nicht wusste, dass das olympisch ist, war dieses 3x3, dieses quasi Straßenbasketball. Mhm. Aber das wäre jetzt zu naheliegend, weil das habe ich ja früher wirklich gespielt. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, sowas wie entweder Surfen oder Segeln. Gibt es, glaube ich, auch olympische Segelturnier, hatten die, glaube ich, auch. Ja. Da würde ich das wahrscheinlich nehmen. Obwohl das genau so eine Sportart ist, wo man so ziemlich gar keine Fans hat, die einem zu jubeln. Also ein paar Leute, die da in Tahiti am Strand stehen. Aber ich finde es irgendwie geil, dass das so
Also olympischer Surf. Also vom Rahmenprogramm olympischer Surfen ist dann schon cool. Ne? Da bist du ja, auch dieses BMX und diese ganzen modernen Streetsportarten sind auch ziemlich geil. Also Bobfahren stelle ich mir noch witzig vor. Das dann halt, müssen wir noch 2 Jahre warten. Ja, was für ein Winter, ne? Genau. Das machen wir dann in 2 Jahren. Aber das ist doch geil, dann fliegst du da auf so einem Brett den Bach runter. Ich finde auch, wie gesagt, ich habe gerade noch mal geguckt, also zum Beispiel auch, glauben auch viele, ich weiß nicht, ob die schon mal jemals, also hier 10% glauben, sie könnten bei Badminton mitspielen, 9% bei Tischtennis. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die mal die Tischtennisturniere verfolgt haben, wie unfassbar schnell dieses Spiel ist und das lernt man nicht innerhalb von 4 Jahren, also dann schon gar nicht in Olympiareife, also völlig bekloppt. Also das ist, da stimme ich dir voll zu. Ich kann mal kurz eine Anekdote erzählen aus der Schulzeit. Da ein Kumpel von mir, der im Tennisverein war und der richtig gut Tennis spielen konnte, wir sind da mal irgendwie zusammengesessen beim Bier und da war ein anderer, der hat im Badmintonverein gespielt. So. Und dann sind die irgendwie beim Bierchen dazu gekommen, dass die sich mal duellieren und der Badminton-Typ hat gesagt zu dem Tennistyp, du machst keinen Punkt gegen mich. Und dann haben die gespielt und der Tennistyp hat keinen Punkt gemacht gegen den. Und also es war für den Tennistypen also kaum zu glauben, aber wie du gesagt hast, das also allein ist, ich habe auch einen Freund von mir, der hat auch mal eine Zeit lang, der war weit von Olympiareife entfernt, aber also das fängt schon damit an, dass zum Beispiel der Aufschlag so einen Anschnitt hat, dass du wirklich, wenn du keine, wirklich da nicht viel Erfahrung hast, nicht weißt, wo dieser verkackte Ball hingeht. Das heißt, also der Federball, meinst du jetzt? Nee, ich bin jetzt beim Tischtennis immer noch. Achso, haben wir gerade über Tischtennis. Ich dachte, ein Badminton-Spieler und ein Tennisspieler spielen gegeneinander Tischtennis. Achso, Badminton und Tennis, okay. Nee, ich war das nicht Badminton gegen genau. Tennis? Ja, es war Badminton, ein Tennisspieler gegen einen Badminton-Spieler. Aber der Beef hat einfach das Thema gewechselt. Okay, dann bin es ja nicht ich. Ich bin verwirrt. Weißt du aber, was man auf einer Tischtennisplatte sehr gut abstellen kann? Kokain? Eine Dose Bier. Eine Dose Bier, na dann. Wo haben wir es denn hier? Alleine so. Mit dir. 2 Worte. Ein Bier. Oder auch 10, wenn ich jetzt auf den Tisch gucke. Vielleicht sollte ich vorher noch mal ein Foto machen von diesen ganzen Flaschen. Aber wir werden sie alle nicht trinken können, fürchte ich. Hast du denn irgendwie einen Favorite? Müsst ihr euch vorstellen, der weiß, dass ich in Michigan im Austausch war. Dann bringt er hier 2 wunderbare Dosen Two-Hearted IPA, American IPA aus Michigan wieder, stellt die hier auf den Tisch und sagt, schmeckt leider scheiße. Ja, da ist auch noch so ein Fisch abgebildet. Ich wollte dir eine Freude bereiten. Ja, das hast du auch bis dahin. Ich wollte vermeiden, dass es dir so geht wie mir. Vielleicht schmecken sie dir ja. Es kann ja sein, wir haben ja unterschiedliche Biergeschmäcker, also auch schon was so das Malzige anbelangt. Also das mag ich ja gar nicht. Habe ich dich da jetzt da ist ein Fisch drauf, schmeckt das nach Hering oder? Das muss jeder für sich entscheiden. Two-Hearted IPA. Genau, also das ist vorher, nachher. Ich glaube, eher so einen leicht industriellen Touch vielleicht eher. Nee, dann empfehl du mal eins. Und ich würde, glaube ich, also die Dosen hier sehen alle großartig aus, sind sehr maritime Modelle oder Cover. Vielleicht mache ich da auch gerade noch mal ein Foto von für die Shownotes. Ja, krass. Und dann reißt du einfach mal irgendeins auf. Eine Dose. Also ich glaube, Castles Made of Sand würde ich alleine schon wegen der Bezeichnung jetzt mal als erstes anbieten. Okay. Riptide Brewing Company klingt auch tatsächlich vielversprechend. Ja, das ist so eine kleinere Anstalt in Florida. Wir waren ja da im Südwesten und da gibt es mitten in der Kleinstadt, in der von Rentnern durchsetzten Kleinstadt, muss man sagen. Das ist so die Klientel, das ist jetzt nicht Miami. Aber da gibt es so eine schnuckelige Brauerei und ist das die Brauerei, die von der du vorhin erzählt hast, die von 2 Frauen? Von der ich zählte, genau. Also wie viele Frauen und ob das ausschließlich welche sind, weiß ich nicht, aber die Chevin ist eine Frau. Ja, dann. Und ich mache euch das jetzt mal aus, hier auf hier mit dem schönen Mach du mal auf und ich würde vorschlagen, der Sommer, der jetzt nichts zu tun hat, der fängt vielleicht mal an, das ist ja eigentlich ein guter Brauch, ein bisschen zu teasern, was so der Rest dieser Veranstaltung so mit sich bringt. Natürlich gibt es auch heute wieder Good News und Bad News und einen kleinen Social Media Roast, weiß ich gar nicht, haben wir vielleicht auch noch im Gepäck. Ansonsten fällt uns da noch was ein. Aber sag mal, was hast du denn sonst so im Gepäck? Ja, wir wollen ja so ein bisschen über
unter anderem über Startups sprechen. Und da habe ich was mitgebracht, warum es sich künftig lohnen könnte, auf das Leben nach dem Tod zu sparen. Also das ist eine Story, die ich mitgebracht habe. Und ich habe auch noch was mit. Und jetzt genau zuhören, was Bäuche mit Bierbrauen zu tun haben. Also nicht mit Bier trinken, sondern mit Bier brauen. Also Bäuche. Ne? Ein dicker Bäuche, Bauch. Keine Bräuche, sondern Bäuche. Okay. Nein, der Bauch, die Bäuche. Also was die mit Bierbrauen zu tun haben. Also nicht der Brauch, die Bräuche. Das habe ich voraussichtlich als Quickie. Okay. Prollo? Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welches Thema ich hier präsentieren soll. Also ich habe auf jeden Fall was mit KI und Hupen. Das kann ich sehr empfehlen. Und Luftgitarre. Müssen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Okay. Ja, ich habe Luftgitarre ist gut. Ich habe auch noch was zu einem kleinen Startup namens X und auch noch was zum Thema Mewing. Mewing. Hm? Das muss man aber nicht kennen, oder? Du musst man nicht erklären. Kennen, nein. Mewing. Ich kann da was zu sagen, ja. Okay. Also, scheiße. Ich sehe gerade den halt nicht gefunden. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Aber ist nicht schlimm. Also, ich denke, ich werde einfach was über sprechende Schweine erzählen. Ja. Sehr gut. Das hat man vermutlich aber auch schon mitbekommen. Fand ich witzig. Ich weiß nicht, ob es ein Startup war. Und dann hatte ich noch irgendwas Lustiges, was ich spontan einstreuen werde, weil ich habe hier ohne Ende Artikel, aber mein ganzer Feed ist hier durchsetzt mit irgendwelchem anderen Scheiß, den ich mir auch immer noch geliked habe. Ich habe es nicht richtig gut sortiert. Aber das kommt noch, das kommt noch. Also bis dahin würde ich sagen, stoßen wir einfach erstmal an hier dieses Riptide. Sehr fruchtige Blume. Brewing Company. Castle Made of Sand. Heißt Riptide eigentlich was oder ist das einfach nur ein Eigenname? Das müsste ich jetzt googeln, aber das ist ja so. Riptide gibt es auch eine bekannte, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist Springflut. Das ist nämlich auch eine Surfmarke. Ja, dann. Okay. Das schmeckt ja wie eine Limonade. Das ist sehr fruchtig, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht sandig. Immerhin. Super lecker. Okay. Womit fangen wir denn an? Vielleicht ein bisschen Good News und Bad News so als Einstieg. Das war ja immer gerne mal hier unser Startpunkt. Sag mal, bist du bereit? Ich glaube, bin bereit. Wir können natürlich auch mit den Good News anfangen, aber ich bin. Ja, aber erstmal fangen wir hiermit an. Bevor wir mit irgendwas anfangen, fangen wir hiermit an. Good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Okay. Immer wieder schön. Der Wunsch war, mit den guten Nachrichten heute anzufangen. Ja. Das ist natürlich, wie man weiß, die Fraktion heute zumindest unseres gut gelaunten Prollo Ferrari. Ja, wunderbar. Also gute Nachrichten, in dem Fall aus Braunschweig, aus dem Sommer, aus dem Juli. Ihr wisst ja alle, Cannabis war bis vor kurzem noch ein schwieriges Thema gegenüber der Polizei. Aber das hat sich ja nun, das Blatt hat sich gewendet. Oh. Das Blättchen. Träumchen. Und tatsächlich wurden einem Cannabis-Pflanzenbesitzer, der hatte drei kleine Pflänzchen, was dann auch im legalen Rahmen ist praktischerweise, dem wurde einer dieser Pflanzen entwendet vom Balkon oder so dergleichen. Und ja, da war natürlich, was hat er gemacht? Er hat die Polizei gerufen, denn er hatte in den Pflanzen noch jeweils ein AirTag verbuddelt, falls mal eine wegkommt, und konnte die dann tatsächlich orten. Und die Polizei hat dann geholfen. Die Polizei hat also eigentlich schon mit Kanonen auf Spatzen, möchte ich fast sagen, aber per Durchsuchungsbefehl sind die halt da reingekommen, wo die Pflanze geortet wurde, und da haben sie den 18-jährigen Delinquenten erwischt, mittels, man kann die AirTags, glaube ich, so piepsen lassen auf Knopfdruck. Mhm. Ja, und bei dem piepte es dann.
Und dann wurde die Pflanze sichergestellt und da gab es die auch gleich zurück. Also die Polizei, dein Freund und Helfer auch beim Cannabis-Anbau neuerdings. Und interessanterweise, man denkt sich so, ja Gott, das Pflänzchen. Das scheint aber so ähnlich wie die Fahrraddiebe, die so durchaus ja auch mit ihren Vans mal durch die Straßen fahren und gucken, was es zu holen gibt, haben sich zumindest in den USA bisher auch Diebstähle zur Erntezeit so ein bisschen durchgesetzt. Also so eine Pflanze ist ja gar nicht so wertlos. Insofern achtet auf eure Pflanzen und natürlich weiterhin die Fahrräder. Und wenn der Joint wegkommt, ruft er einfach die Polizei. Sehr schön. Schön. Gab es denn da sonst noch irgendwie was? Also der 18-Jährige, ist jetzt einfach angeklagt wegen Diebstahl oder was? Das ist halt funktioniert so ja, das wurde nicht gesagt, ob der jetzt nun bereits zur Polizei bekannt war. Das war auch unklar. Oder wurde halt nicht gesagt. Also der wird wahrscheinlich dann eine Anzeige wegen Diebstahl. Oder sie haben alle zusammen sich dann erstmal hingesetzt und haben erstmal sich eine geraucht. Genau, aber vielleicht macht er das ja, wie man das damals noch mit dem Gras machen musste. Vielleicht hat er die Pflanze ja auch gar nicht, sind sie nicht seine. Ich weiß nicht, wie die hereinkommt. Wahrscheinlich war das AirTag auch teurer als die Pflanze. Ja, wer weiß. Also ich kenne mich damit Graspreisen nicht so aus. Aber vielleicht war es auch ein schöner Blumenkübel. Ja, das kann natürlich sehr schön sein. Ja, wir könnten ja mal eine Hanf-Sondersendung machen. Also ich vermute, jeder von uns kennt mindestens diesen einen Kiffer, der auch noch im höheren Alter sich täglich einen baut. Ja. Ich frage mich, ob die Typen, die damals immer mit diesen Filmdöschen rumgelaufen sind, ob die jetzt mittlerweile so Micro-SD-Karten Schachteln benutzen. Ja, so Filmdöschen ist ja mittlerweile gar nicht so leicht aufzutreiben und vor allem auch noch auffällig. Vielleicht sind sie auf Ü-Eier umgestiegen, also auf diese Plastikdinger in den Ü-Eiern. Hm? Ich glaube, kommt man auch relativ günstig dran. Mit Ei. Was meinst du mit Micro-SD-Karten? Nein, das war eine Anspielung darauf, dass die Leute ja tendenziell nicht mehr analog fotografieren. Ja. Du erinnerst dich noch damals aber ein schlechtes Behältnis für Gras. Aber was ist die Alternative? Wir haben ja, Ü-Ei, würde ich gelten lassen. Ja, aber ich glaube, es war jetzt ironisch. Kann sein, ja. Ich weiß jetzt, hat früher Filmdosen gesammelt. Wenn ich dich jetzt so höre, dann hätte er die besser mal nicht irgendwann weggeschmissen. Dann wären die ja noch immer richtig sinnvoll, unters Volk zu bringen. Also der hatte müllsäckeweise Filmdosen. Da müsstest du mir jetzt mal eine kleine Unterstützung geben. Warum sammelt man Filmdosen? Also jetzt, du meinst diese kleinen Plastikfilmdosen? Also, ja, genau, wo die 36er Kodak-Filme drin waren, genau die. Und nein, ich kann dir keine Unterstützung geben. Es gibt Sachen, die mein Bruder gemacht hat, die ich auch nicht erklären kann. Okay. Die brauchte der für seinen Holland-Versand. Ja, das kann er nicht sein. War der öfter in Holland? Nein, also definitiv nicht. Also ich glaube, die sind dann auch irgendwann mal dann rausgeflogen zu Hause, einfach mit den Säcken zu irgendeinem, weiß ich nicht, zu irgendeinem Filmladen, die es damals ja noch gab. Ich glaube, die haben die zurückgenommen. Okay. Da ist ja so eigentlich nichts dran. Also ich kann mich ja noch entsinnen, das sind einfach kleine Plastikdosen mit schwarz, manchmal mit schwarzem Deckel, manchmal mit grauem Deckel. So ist es. Wasserdicht, einigermaßen luftdicht. Ja, nur. Kann man mit Essig und Backpulver und einem Stück Pergamentpapier übrigens coole, so fast mehr als Tischfeuerwerkraketen basteln. Das ist ziemlich cool. Okay. Ja, die gehen ganz gut in die Luft. Also, gut, vielleicht wollte er ins Böllergeschäft einsteigen. Vielleicht. Ja. Böllern, damit sind wir bei den Bad News. Oh. Lieber Herr Sommer, da hast du mir wieder was geschickt. Irgendwie, du bist derjenige, der von uns dieses neue Feature, was wir vor ein paar Folgen eingeführt haben, der selbstreferenziellen und vor allem an sich selbst gerichteten Sprachnachricht am intensivsten nutzt. Also auch heute live from the mind of Mr. Sommer, die Bad News. Boah, ich bin so wütend. Luke Mockridge, was für ein Arschloch, macht sich im Podcast die Deutschen mit Nizza und Cheyenne über Behinderte lustig, über Parasportler lustig.
auf eine Art und Weise, die einfach nur menschenverachtend ist. Wirklich menschenverachtend. Und nicht nur, was der Mockridge sagt, das ist ja das Einzige, worüber sich jetzt alle aufregen. Auch, was da Nizza und Cheyenne, was für Asoziale sind das. Es ist nicht zu glauben. Kurz und knackig. Wir haben ja schon angekündigt, das Thema wird uns vielleicht noch einholen. Eigentlich, muss man sagen, fast traurigerweise, die vermutlich bekannteste Nachricht rund um die Paralympischen Spiele, zumindest aus deutscher Sicht. Also wenn man jetzt so im Nachhinein betrachtet, hat diese Nachricht, diese Berichterstattung über die Paralympischen Spiele fast überlagert, was sehr schade ist. Das mal vorneweg. Aber ich weiß nicht, wir haben ja eben schon, ohne dass wir wussten natürlich, dass der Sommer das sich für die Bad News ausgeguckt hatte, haben wir da ja auch schon drüber gesprochen vor der Sendung. Was kann man da noch sagen? Also, kann ich gar nicht sagen. Also ich sag mal was, das... Wir sind ja hier auch nicht immer politisch korrekt, ne? Das will ich mal vorneweg sagen. Wir sollten jetzt uns hier nicht zu den Besser-Menschen machen. Das glaube ich, darum geht es auch nicht. Also man muss auch mal hier Jokes machen, aber wie gesagt, das Ding ist ja komplett entglitten, zumindest auch für den Urheber dieser Aussagen. Ja, also kann man nur so sagen. Also gefühlt kann man wahrscheinlich, wenn man es richtig und gut macht, mehr oder weniger über alles Witze machen. Ist dann eine Frage von Timing und von dem Witz etc. etc. Aber es war einfach nur peinlich schlecht auch. Und das Blöde ist halt, und das ist, glaube ich, das, also ich will jetzt da nicht irgendwie, ich habe jetzt Luke Mockridge selber noch nie live gesehen, ich habe immer nur mal, wenn mal so Ausschnitte aus dem Fernsehen gesehen, das ist jetzt comedianmäßig auch eher B- oder C-Liga schon mal grundsätzlich. Und ich weiß halt nicht, weil du es ja eben schon sagtest, Ben, dass das ja auch nicht nur die Debatte oder die Informationen etc. über die Paralympics teilweise überlagert hat, dass mehr über diesen Scheiß diskutiert wurde, als über das, was da bei den Paralympics von den ganzen Sportlerinnen und Sportlern tatsächlich geleistet wird und wurde. Und dass das einfach eine völlig unverhältnismäßige Aufmerksamkeit bekommt. Und dass wahrscheinlich am Ende des Tages Luke Mockridge und diese beiden anderen Spacken da von diesem Podcast im letzten Endes davon profitieren werden, weil sie massiv ihre Reichweite erhöht haben und sonst irgendwas. Also das ist das Frustrierende bei diesem ganzen Gedöns noch, dass man mit so einem Müll dann irgendwie wahrscheinlich auf lange Sicht dann irgendwie noch profitiert. Das ist maximal also frustrierend. Beim Luke Mockridge glaube ich es nicht. Bei den anderen beiden Vögeln gebe ich dir recht. Die haben ja sozusagen ihre Fanbase, die schon in die Richtung auch eingenordet ist. Das heißt, die hatten eh schon Fans, die wahrscheinlich zum Großteil mit sowas keine Probleme haben und die auch ohnehin das Image der Bad Guys gerne haben. Bei Luke Mockridge, der irgendwie auch ein anderes Publikum ansprechen will, ist das, glaube ich, was anderes. Ich glaube, der hat sich schon selbst einen großen Schaden zugefügt dadurch. Ich gebe dir recht, es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich so, sage ich mal, aufregt und das dann auch mit Petitionen und allem drum und dran so ins Netz bringt. Schadet man denen dann oder hilft man denen? Das ist so die Frage. Aber ich finde tatsächlich, das ist ja, wie der Ben auch schon sagte, das drei Wochen irgendwie rumgeschwört, keiner hat sich aufgeregt, dann hat das die Vogel, ich glaube Christina heißt sie, hat das dann gepostet und hat sich tierisch aufgeregt, A, über das Ding, über den Podcast und B, darüber, dass das keinen juckt, dass sich keiner aufgeregt hat, ja, und dann ist es natürlich auch vielen erst präsent geworden. Und ich finde schon, wenn man es so abwägt, richtig, dass die Christina Vogel dann da so eine Welle gemacht hat und dann die Behindertenverbände dann da draufgesprungen sind und auch einzelne Sportler, Parasportler draufgesprungen sind, weil man schon auch diese Diskussion mal braucht. Also es geht jetzt gar nicht darum, was der Ben auch sagte, wir sind auch nicht immer politisch korrekt, darf man über behinderte Witz machen? Das ist auch das, was du sagtest, Beef, du hast es ja schon angedeutet, vollkommen richtig. Es ist eine Frage des Witzes, eine Frage des Timings und so weiter. Aber das, was die da gemacht haben, das ist ja, da geht es meines Erachtens überhaupt gar nicht um die Frage, kann man über behinderte Witze machen? Es geht auch nicht um Humor, sondern es geht darum, dass da
die Typen einfach wirklich Leute, die es verdammt schwer haben, weil die wirklich ein schweres Schicksal haben. Und die werden da richtig herabgewürdigt. Die werden richtig herabgewürdigt, gedemütigt in einer Art und Weise. Ich finde es menschenverachtend. Ich habe das wahnsinnig aufgeregt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man da dann auch mal drüber redet. Der Witz von dem Mockridge, der war ja schon unterirdisch genug. Aber mich hat diese Gesamtsituation noch viel mehr aufgeregt, dass da diese Typen sitzen und Leute, die kaputte Arme haben, die da irgendwie nur einen Stumpf haben oder steife Hände ganz kurz an den direkt hinter den Schultern, die nachäffen, ja, nachäffen und sich darüber totlachen und der Mockridge auch das lustig findet. Ja. Was hat das mit Humor zu tun? Also null. Zum einen muss null. Man sagen, dieser Podcast, ich glaube, du hast das richtig gesagt, die Zielgruppe oder zumindest die Fanbase von dem Podcast, ich habe den nie in Gänze gehört. Ich kenne nur diese Ausschnitte, die sie bei Instagram haben, wo ja auch genau diese Szene, das haben die ja sogar noch im Instagram so als Snippet veröffentlicht. Inzwischen ist es, glaube ich, weg. Aber dadurch ist es ja überhaupt nur aufmerksam geworden, weil sie auch noch damit geworben haben. Das ist schon mal besonders schwach, finde ich, dass man das noch sozusagen ins Schaufenster stellt. Aber die Typen, das ist sozusagen bei denen ein bisschen Programm, jetzt extrem politisch unkorrekt zu sein. Das mal dahingestellt. Was ich besonders erstaunlich fand, als man ja quasi in der Presse nicht mehr dran vorbeikam, zum einen die Hälfte von dem Joke von dem Luke Mockridge, und da hatte der bei mir wirklich an Glaubwürdigkeit schon verloren, war ja ein geklauter Witz. Das ist eigentlich ein Witz, den nach irgendeinem englischen oder amerikanischen Comedian, der den vor Jahren mal gebracht hat, in einem ganz anderen Zusammenhang quasi geklaut hat und auf Deutsch einfach nur übersetzt hat, so nach dem Motto, lass mal unsere gegen deine antreten, wie wurden die Paralympischen Spiele erfunden? Also es war nicht aus einer Laune heraus, so dass einem da irgendwie eine Diskussion entgleitet ist oder entglitten ist, sondern das war wirklich vorbereitet. Als Joke vorbereitet, das hat er mitgebracht. Das war das eine, wo ich dachte so, okay, also da hört es dann auch für mich auf, weil da hätte man auch mal 5 Minuten drüber nachdenken können. Und das andere ist dann wahrscheinlich, wo dann auch die ganze Entrüstung besonders hochschwappte und auch die Reaktion, dass halt diese Entschuldigung, die er da gebracht hat, dem Ganzen nochmal sozusagen als wie eine Farce nochmal sozusagen einen zusätzlichen Stempel aufgedrückt hat, weil es nicht wirklich ernst gemeint ist, dass er dachte, er kann sich da schnell rausreden und dann geht seine Sat.1-Sendung und sein ganzes Programm und alles so weiter und alle haben herzlich gelacht. Ja. Sehe ich genauso, obwohl ich bekennender Titanic-Fan bin, ja, und da geht es ja auch schon mal heftiger zu. Und ich kann jetzt gar nicht beschreiben, ob es also so ad hoc den Unterschied, also es ist natürlich relativ plump, so auf irgendwelche Bevölkerungsgruppen abzuzielen, ja, oder auf so, ich sag mal, in neutraler Formulierung jede Art von Leuten, ja, also wer auch immer irgendwas an sich hat. Titanic ist ja eher so gerne mal so auf die Person, ja, ich erinnere mich an so ein Cover, war das, glaube ich, wo Schäuble verabschiedet wurde mit dem Titel Wohin mit Opa? Ja, und ich finde, sowas ist dann eher erträglich, sogar paradoxerweise, wenn es um irgendeine Person geht, ja, auch vielleicht auch eine öffentliche Person, die dann karikiert. Das findet die Person oft dann nicht witzig und reagiert mit Klage. Ja, der Papst kommt ja auch gerne mal schon mal die undichte Stelle und so weiter. Die undichte Stelle oder der Papst, der Titel, der Papst kommt, ja, und dann steht der Papst dahinter so einer Ziege und mit einer Sprechblase, ich komme. Ja, das ist halt so. Aber das ist halt nicht so, ja, guck mal die hier, ne? Ja. So. Ja. Ja, dumm gelaufen, aber offensichtlich ja geplant. Ja. So, das war Good News und Bad News. Also tatsächlich, sag mal, da hast du wahrscheinlich die schlechte Nachricht der letzten 2 Wochen auf den Kopf getroffen. Und das lag ja jetzt schon ziemlich in der Luft, dieses Thema, und auch ziemlich präsent überall. Ja. Ich hätte was in der Hoffnung, also Mathe LK Minus mal Minus gibt Plus. Das heißt, ich habe jetzt noch eine schlechte noch Geschichte. Schlechtere, ja, Bad News. Ja, also ähnlich schlecht oder wie auch immer, also auf jeden Fall niveaulos. Da geht's um Elon Musk. Ist ja auch eher ein, wie soll ich sagen, schwieriger Charakter offensichtlich und scheint sich auch sehr in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.
Und der hat jetzt tatsächlich, was ich auch unterirdisch finde, also man muss vielleicht vorweg schicken, damit es verstanden wird, nach dem ersten und wahrscheinlich auch letzten TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, hat ja kurz danach Taylor Swift quasi in einem Post bekannt, dass sie Kamala Harris unterstützen würde und hat da also auch begründet, was dazu geschrieben und hat das dann noch ergänzt mit einem Foto, wo sie eine Katze auf dem Arm hat und dann noch unterschrieben mit einer kinderlosen Katzenfrau quasi das Ganze und hat das dann umgeschickt und wollte damit einfach ihre Unterstützung im amerikanischen Wahlkampf für Kamala Harris irgendwie machen und hat aber auch gesagt, liebe Leute, lasst euch registrieren etc. etc. Und Elon Musk hat... Okay, stopp, ganz kurz. Elon Musk hat ja was benutzt, um das zu machen? X. Genau, und das ist deswegen heute unser... Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Boy, that escalated quickly. Social Media Roast. Ja, okay. Ja, so, bring also, it in, boy, bring it in. Ja, er hat tatsächlich... dann auf seinem, in Anführungsstrichen, Kurznachrichtendienst X dann geschrieben, also hat ein Angebot an Taylor Swift rausgeschickt, er würde ihr ein Kind machen und ihre Katzen mit seinem Leben beschützen. Ich glaube, er würde ihr ein Kind geben, oder? Hat er nicht gesagt? Ich habe jetzt hier die Übersetzung. Möglich wäre beides. Ja, ja, genau. Hast du das Original? Original habe ich jetzt noch nicht hier. Nee, das möchte ich mal raussuchen. Es ist aber also, beides irgendwie gleich ekelhaft. Also ich finde, weil er hat ja irgendwie 12 Kinder, glaube ich. Ne? Ja. Ich finde, wie war die Formulierung? Also ich habe jetzt nur hier die Übersetzung quasi in dem Kommentarartikel und da steht, er würde ihr ein Kind machen und ihre Katzen mit seinem Leben beschützen, schrieb er im Kurznachrichtendienst X. Und die Kommentatorin, in dem Fall hier vom Spiegel, schreibt dann auch, ich zitiere jetzt mal, das ist nicht lustig, das ist auch kein Wahlkampf, selbst wenn Musk offiziell Harris Gegenkandidat Donald Trump unterstützt, das ist sexistisch, machistisch oder kurz indiskutabel. Und sie schreibt dann noch weiter und es lässt vermuten, dass das Niveau des einst seriösen Kurznachrichtendienstes Twitter als X unter Musks Führung weiter ins Bodenlose sinkt. Und das sagt eigentlich im Großen und Ganzen alles. Das finde ich tatsächlich auch erschütternd und ja, es fehlen einem dann manchmal die Worte, also bei solchen Ergänzungen. Da weiß ich auch wirklich gar nicht mehr, was man da noch zu denken soll. Jetzt, was die Äußerungen von Trump angeht in der Debatte, ist ja genauso hirnverbrannt. Ich weiß nicht, also es ist manchmal irgendwann nur noch schwer zu verkraften. Wir wären ja hier nicht voll in die Presse, wenn wir nicht den unmittelbaren Faktencheck einstreuen. Er hat original geschrieben, fine Taylor, you win. I will give you a child and guard your cats with my life. Also give ist wahrscheinlich tatsächlich, er kann eins von seinen eigenen geben oder tatsächlich, was hier die Berliner Morgenpost mit creepy überschreibt, hier eins machen wollen. Das ist wie so ein Typ, der irgendwie zurücktreten musste, weil er sich so einen Spruch gebracht hat und dabei auf Video erwischt wurde. Ja. Aber da kannst du mit solchen Sprüchen kannst du auch Präsident werden. Also da ist er ein guter Gesellschaft. Das kommt halt auf die Partei an. Also Truth Social ist ja sogar der Dienst, der noch schneller den Bach runtergeht als X. Insofern... Truth Social, ja. Das ist doch hier vom Trump. Die Aktie ist ja jetzt jedenfalls sehr eingebrochen zuletzt von Truth Social. Ich wollte noch sagen... ist ganz, ganz kurz noch übrigens, und das wurde auch dann zahlreich kommentiert bei X und es gab dann aber auch eben, also es gab ganz viele, die halt sagen, das fänden sie jetzt ekelhaft und tralala und es kam dann aber auch Häme von Musk und Trump-Anhängern, die antworteten dann halt, also die da jetzt nicht drüber lachen können, sie seien Linke und hätten wie alle Linken keinen Humor. Das ist immer so das geil. Das ist immer mit so Verallgemeinerung, dass ein Tod. Also das ist ja Skurrilität fast nicht mehr zu überbieten, was sie da abliefern, was aus deren Mündern kommt, sodass da lebendige Kinder getötet werden. Und das, also das muss man sich mal vorstellen. Irgendwie die Spitzenkandidaten um das deutsche Kanzleramt liefern sich ein TV-Duell und erzählen so Dinge, keine Ahnung, der Scholz, der tötet lebende Kinder.
oder so, ne? Und, und also, die Migranten fressen die, und die Haustiere der genau, der die ganzen Syrer schlachten, schlachten hier auf offener Straße irgendwie arme Katzen, ja, oder was auch immer da alles. Und dann gibt es ja sogar sofort immer die Gegenreaktion auch mit diesen Tieren. Da hat er das, in welcher Stadt? In irgendeiner Stadt hat er das, Springfield, Illinois, glaube ich. Hatte er dann, ja, genau. Und dann hat sofort die Stadtverwaltung gesagt, also wir haben da keinerlei Anhaltspunkte für, dass bei uns im besonderen Maße die Haustiere verschwinden, genau, und überhaupt. Ja. Und die Regierung von Haiti hat sich auch noch beschwert und hat das also auch nochmal sehr... Ah ja, genau, aber, weil die waren es ja, ne? Ja, ja, genau. Also ich finde das, ja, also ich, wie gesagt, man weiß da wirklich nicht mehr als halbwegs vernunftbegabter Menschen. Da brauchst du ja weder besonders schlau zu sein, noch besonders sonst irgendwie. Da kannst du einfach nur sagen, das ist doch völlig hirnverbrannt. Es ist aber wirklich traurig, weil der Prollo kennt sich ja auch ein bisschen in den USA aus und ich mag das Land wirklich gerne. Aber da gibt's leider eine sehr große Schicht. Ich sag bewusst nicht dumme Leute, weil dumm ist was anderes, aber ungebildete Leute. Es gibt einfach, 1990 in Amerika fragen mich Schulkameraden allen Ernstes so Dinge wie, wie der Kaiser gerade heißt, keine Ahnung, ob Adolf Hitler noch lebt und diese typischen Stories, die jeder Austauschschüler kennt. Und der US-History-Lehrer, der Lehrer, erzählt im Unterricht mit einem deutschen Austauschschüler drin, klappt die Karte auf und behauptet, in Deutschland, das wäre so klein, da könntest du von Hamburg nach München an einem Tag mit dem Fahrrad fahren. Und dann sagen die, yeah, und ich habe nur damals diesen Nike-Spruch zitiert, just do it. Und alle haben sich kaputt gelacht und ich hab nur gedacht, so, das ist hier der Lehrer. Also das ja, müssen einen Fahrradzug nehmen. Ansonsten, ich meine, mit abgedrehten Geschichtslehrern haben wir jetzt hier auch mittlerweile Erfahrung. Das stimmt schon, das stimmt wohl. Es geht also überall die Frage bei Trump ist doch auch, die ich mir dann stelle, wenn der so eine Geschichte da erzählt, die ja einfach ultra peinlich ist mit den Haustieren, die da die Migranten angeblich essen, also die Migranten, die Haustiere. Glaubt der die Geschichte oder erzählt er die wieder besseren Wissens, weil er glaubt, dass er damit irgendwie punkten kann? Also ich persönlich glaube ja, er hat das so gefunden, das ist ja so eine Verschwörungsgeschichte aus rechten Kreisen, die im Internet kursiert. Und ich glaube, der glaubt sowas. Ich glaube mittlerweile, der glaubt sowas. Ja, die Kernaussage ist ja, der Migrant muss weg. Und das ist wahrscheinlich dann der gemeinsame Nenner. Und das ist ja, letztendlich sind das ja auch Leute, die im Zweifel nicht alle wirklich an sowas wie Wahrheit interessiert sind. Genau, ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Und ich glaube auch, dass, so kann jetzt nicht das Krankheitsbild eines Donald Trump irgendwie nachzeichnen, aber der ist natürlich zutiefst narzisstisch, kreist sein ganzes Leben lang nur um sich und der hat keinerlei Interessen, außer dass es Donald Trump irgendwie nützt. Und da hat er hat keinen, auch nur ansatzweise, wie soll ich sagen, empathischen oder moralischen Anker, gar nicht. Also völlig losgelöst von allem und dem ist das alles egal. Und dann liest er irgendwo irgendwas, glaubt es dann vielleicht, weil er denkt, steht ja da drin und dann kann ich es ja erstmal erzählen und was immer. Das ist, ich glaube, da muss man sich von rationalem Gedankengut oder von sonstigem Denken oder sonstigen Einschränkungen nicht alles sagen zu wollen, was, also das selbst das Undenkbare wird da einfach formuliert. Ich bin ja ein Mann der Praxis und Mann der pragmatischen Vorschläge. Wie wäre es denn, wenn wir noch ein amerikanisches Bier trinken? Vielleicht verstehen wir es dann besser. Ja, ich glaube auch. Ehrlich jetzt? Ich hab dann Bad. Das war wirklich lecker. Ja, hier, den, muss ich sagen, den billigen Fish aus Michigan. Ich würd lieber noch mal das, ja, hier mit dem Hai oder, ja, mit dem Delfin. Mach das auf, ja. Oder Delfin und Hai hier drauf und dem Schiffchen trinken und oder macht ihr doch mal auf, dann könnte ich nämlich was erzählen. Ich habe ja versprochen, was über sprechende Schweine zu erzählen. Und deswegen kommt jetzt hier meine Geschichte über Haie. Aufs Glatteis. Ich habe es verstanden. Haie. Es ist wirklich so, ich habe einfach jetzt kurz umgesattelt, wenn du mal gerade mit deiner Dose da... Du hast gesagt, ich soll sie aufsatteln. Ja, ein wunderschöner Titel im Spiegel. Haie. Und zwar geht es um Kokain im Meerestier, ist der Untertitel. Und die Geschichte ist, dass Forscher
in 13 Scharfnasenhaien. Also Haien sind eine faszinierende Spezies, weil es gefühlt unglaublich viele geile Unterarten gibt. Wir müssen mal diesen Hai-Podcaster auch anhauen. Die haben 13 Scharfnasenhaie vor der Küste von Brasilien untersucht und haben festgestellt, dass die eine extrem hohe Konzentration von Kokain in ihrem Gewebe hatten. Ja, wegen der Nase. Ja, sehr gut. Der Erklärungsversuch, das kann ich mal vorwegnehmen, der ist hier noch nicht drin, aber der ist wahrscheinlich der beste. Also 2023 haben sie das gemacht. Und zwar, die Studie ist von der, also veröffentlicht von der Fachzeitschrift Science of the Total Environment. Und die Studie wurde gemacht von Enrico Mendes Sagioro vom Oswaldo Cruz Institut. Das kennt ja jeder. Gibt es nicht auch ein Mendes-Kartell? Ich überlege gerade. Ja, das ist der Großvater. Und die haben das, wie gesagt, untersucht und haben eine besorgniserregend hohe Konzentration da festgestellt und dann eben versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Und jetzt kommt Florida ins Spiel. 2023 haben sie ein sehr seltsames Hai-Verhalten in Florida gefunden. Jetzt stellt der Spiegel hier die Frage, waren sie auf Droge? Also das wird hier nicht lückenlos beantwortet, aber die Theorie, wie das da reingekommen ist, die sind vielfältig. Das eine lustige Theorie ist, das ist vom Drogenschmuggel. Da schmuggeln die halt Drogenpäckchen und hin und wieder fällt mal eins übers Wasser und die Haie fressen das. Dann gibt es die Theorie, dass es durch illegale Drogenlabore, also man muss dazu wissen, diese Scharfnasenhaie bewegen sich in der Küstenregion, also nahe der von Küsten. Von Kolumbien, Mexiko? In dem Fall Brasilien, immer noch. Okay. Also Rio de Janeiro. Okay, und dass ihr halt illegale Drogenlabore halt ihr Wasser ablassen und da die Haie sich auch sehr stark eben von den Lebewesen, die in dem Wasser rumschwimmen, ernähren, könnte das dazu führen. Oder dass es eben von den Menschen kommt. Die sind alle so zugekokst, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Und die Fäkalien werden ja dann ins Wasser abgeleitet und gelangen dann wieder über Umwege in diese Haie. Also das ist, ich finde das irgendwie geil, dass sie das so feststellen, dass einfach so ein Hai so zugeknallt ist. Also ein Hai. Okay, jetzt, aber das waren mehrere. Du sagtest, glaube ich, 13 Haie? Wie 13, so? 13 ja, okay. Stück und alle Weibchen in der Studie waren schwanger. Ja, was das jetzt als Mehrwert bringt, weiß ich nicht, aber es ist jetzt hier so ein kleiner Exkurs am Ende, den ich euch nicht vorenthalten will. Also in Prag haben sie 2023 mal mit Forellen geforscht und haben den Forellen Crystal Meth gegeben. Ja. Und in einer Konzentration, wie es eben auch aus Kläranlagen quasi ausgeleitet wird, also wo sich Forellen das dann vielleicht auch auf natürlichem Wege zuführen könnten. Und dann haben die Tiere Symptome von Drogensucht gezeigt, also etwa verminderte Aktivität und Entzugserscheinung. Und dann schon 2018, und das stelle ich mir jetzt besonders witzig vor, obwohl es gemein ist, haben amerikanische Forscher Kraken Ecstasy gegeben und zu gucken, was passiert dann. Und Kraken, wie man wahrscheinlich weiß, sind ja eher so Alleingänger, Einzelgänger. Außer zur Paarungszeit wollen die eigentlich mit ihren Artgenossen nichts zu tun haben. Als sie dann aber drauf waren auf dem Ecstasy, wurden sie deutlich sozialer. Also wollten ständig Party machen, so ungefähr. Oder ja, ständig poppen, ich weiß es nicht. Also, ja, dass die Haie zugekokst, alle Weibchen bügeln, das ist das sogenannte Hai-Diekmann-Phänomen, was wir aus den Medien kennen. Wie geil. Hallo, du bist der Hammer. Du bist der Hammerhai. Ach, herrlich. Wenn sich jetzt einmal einer unseren Instagram-Auftritt kümmern würde, dann müssten wir das da auf jeden Fall als Snippet raus. Können wir es ja mal der Redaktion der Bild-Zeitung schicken. Ja. Wer ist noch gleich unser Medienanwalt? Ja, aber der gründet doch jetzt seinen rechtsradikalen Fernsehsender. Der hat sich doch gerade diese Sendelizenz erstritten. Möchte ich ehrlich gesagt nicht irgendwie auftauchen. Da wäre ich sehr dankbar, wenn wir da nicht irgendwie verbreitet werden. Auch mit dem sehr schönen Hai-Diekmann-Witz. Also das, genau.
Ja, da war unsere Jugend noch so ein bisschen unschuldiger, ne? Mit Michel aus Lönneberger, wo wir nur betrunkene Schweine hatten. Irgendwie. Ja, also wegen der Kirschen, der verbotenen. Ja, dem vergorenen Kirschen. Ja. Also, das war alles noch ein bisschen harmlos. Jetzt kriegen die schon echt wirklich knüppelharte Drogen da. Also. Ja, die, und zwar die, das noch als letzter Fact hier: die Konzentration in diesen Schafnasenhaien war 100-mal höher als bei anderen Wassertieren. Also man weiß, glaube ich, noch nicht so ganz lückenlos. Also außer Prollo hat natürlich auch da die, ja, das hab ich ja gesagt, die Nase. So, warum haben die so viel Koks im Blut? Also mehr als die anderen, als auch die anderen Tiere, die sie vielleicht fressen. Ja, oder es sind. Oder das sind wirklich die Drogenpäckchen, diese direkt. Ja, oder es sind ein paar Junkies über Bord gegangen irgendwie oder sowas. Ja. Aber wie haben sie dann gefuttert? Ich weiß nicht, was das. Der Hai sagt mir jetzt nichts von der Art her. Also das. Waren das denn das in große Haie oder kleine oder was fressen die üblicherweise? Oder haben die Forellen gefressen? Obwohl, die Forellen sind ja Süßwasser, das funktioniert nicht. Das war auch Ecstasy, ne? Ja, das waren die Kraken. Nee, das gibt der Spiegel nicht her, aber ich werde natürlich für die nächste Sendung dieses Originaldokument durchforsten. Das ist ein Träumchen. Science of the Total Environment. Veröffentlichte Dokument und das dann nochmal nachliefern. Sehr gut. So, Haie, ich finde das einfach geil. Also ja, manche Titel sind einfach gut. Sehr gut, ja. Ja, Hupen. Haie Hupen? Haie Hupen, das war eine Überleitung. Hupen des Nachts, das ja auch, ich hatte ja ein KI-Thema angekündigt. Ja, und willst du jetzt Hupen schon gehupt haben? Ja, ich leite kurz ein, dass man sich auch so ein bisschen und dann hup mich an audiomäßig in die Szene einfinden kann. Es war nämlich so, in San Francisco oder da jedenfalls in der Gegend, irgendwo in der Stadt, gibt es einen Parkplatz. Und der Anbieterauto in San Francisco, da in der Gegend, irgendwo in der Stadt. Da also gibt's einen Parkplatz. Das ist ja auch unerheblich. Dann lass es weg. Jedenfalls, der Parkplatz wurde von dem autonomen Autoanbieter Waymo, den es da gibt, angemietet, um die ganzen nicht ausgelasteten autonomen Autos unterzubringen. Und des Nachts hörten dann die Anwohner Folgendes. Das war ein autonomes Hupen. Und das kam daher, dass dieser Parkplatz voll von Waymos, der war irgendwann relativ voll. Und es führte dazu, dass sich jetzt nicht nur einmalig, sondern quasi jede Nacht diese autonomen Autos gegenseitig anhupen. Also Waymos sind autonom fahrende Autos. Genau. Und die hupen sich halt an. Das heißt, also nachts so fahren die auf den Parkplatz. Herbie und Dudu früher. Genau, die hupen halt rum. Und ich spoiler mal vorweg, warum eigentlich. Fahren die da alleine hin wie so ein Mähroboter oder werden die da aktiv? Die fahren da hin, genau. Die fahren da alleine so hin und parken dann auch alleine. Und kommt sich halt schon mal in die Quere. Also ich löse mal gleich auf. Das Video sollte man sich auf jeden Fall antun. Das sieht nämlich echt witzig aus, wenn so wie so ein Parkplatz voller identischer Autos da sich füllt. Und die sich gestritten. Die streiten sich so ein bisschen um den, ja, tatsächlich. Also das Auto an sich ist wohl programmiert oder war zumindest bisher programmiert zu hupen, wenn das Auto vor ihm rückwärts fährt und sich langsam nähert. Ja, was ja durchaus im Straßenverkehr legitim sein kann. Ja, wenn da irgendwie jemand rückwärts auf dich zufährt, dann hupst du schon mal. Also gar nicht so realitätsfern. Das führt natürlich auf einem relativ vollen Parkplatz dazu, dass wenn der eine Waymo rückwärts einparkt und auf den anderen zufährt, dann wird halt schon mal gehupt. Und dann setzt sich das eben sofort. Wird der andere nervös. Genau, also gelöst wurde die Sache oder soll gelöst werden von einem Software-Update. Und das bringt mich zum eigentlichen Kern fast schon der Geschichte. Die Anwohner, die natürlich extrem genervt und auch schlaflos waren, wussten erstmal gar nicht, wohin sie sich wenden sollen, weil letztendlich, was machst du da? Die Autos hupen mir, das ist, da sitzt ja weder einer drin, autonom, noch dabei. Und ein Journalist, James Vincent heißt der, der hat es so, letztendlich so beschrieben, ja, dass es eigentlich schon per se eine Satire ist, weil ein Parkplatz voller leerer Autos, die sich gegenseitig anhupen, während sie hin und her fahren, während sie niemanden transportieren, ist eigentlich das perfekte Bild
um ja für die Technologie Unternehmen oder den Technologiesektor sich selbst zu dienen anstatt der Menschheit. So, da hupen die Autos. Witzig. Ja. Irre. Also hätte mal jemand nachts einfach hingehen sollen, so Michael Douglas-mäßig mit dem Vorschlaghammer und dann da richtig Karamba machen müssen. So ein Nachbar. Gewalt ist doch keine Lösung, Summer. Ja, aber das wäre ein bisschen Action gewesen. Dann wäre die Story auch noch mal hinten raus richtig, ja, hätte noch mal einen Bums gehabt. Aber besser als so katzenfressende Haitianer, die da nach Haustieren suchen. Das musst du ja auch mal gegenüberstellen. Ja. Und, ja, und wenn denn die Haustiere dann auch noch alle irgendwie mit Ecstasy gefüttert sind. Genau. Genau. Warum denn die nicht einfach beide rückwärts einparken? Das heißt immer eine Doppelparkreihe und ja, beide die sind ja aufeinander zu. Also autonom ist ja gut und schlecht. Und das ja, Phänomen, dass wir, wenn wir der KI irgendwas eintippern, vorher nicht genau wissen, was rauskommt, ist halt im Straßenverkehr durchaus ja sinnvoll. Und dadurch, dass halt das Ganze kein, die parken ja nicht exakt ein. Also die fahren so, wie es gerade passt. Und ja, so ergibt sich das dann. Und also tatsächlich hat sich der Hersteller erst bemüßigt, sich darum zu kümmern, als dann Medien aufgrund dieser erst Social-Media-Berichte darauf aufmerksam wurden und dann mal da das Hauptquartier angeschrieben haben. Ja, was machst du da, wenn die KI durchdreht? Ja. Tja, Terminator rufen. Kannst die KI immer noch bitten, Schweinesprache zu übersetzen? Dann hat er mir das jetzt so schön hingelegt, da muss ich doch direkt den Artikel auch noch abliefern. Also habt ihr bestimmt mitbekommen, weil das war wirklich sehr breit in den Medien. Ich glaube, dänische Forscher von der oder aus Kopenhagen, ein Forscherteam aus Kopenhagen, hat mit Hilfe der KI die Sprache der Schweine entschlüsselt und so wissenschaftlich nachgewiesen, wie sich die Tierhaltung auf das Wohl der Schweine auswirkt. Das ist ganz witzig, weil die dann einfach so verschiedene Abstufungen, 19 Abstufungen von Schweinelauten, identifiziert haben, auch mit Hilfe von einer sogenannten Bioakustikerin. Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt, ja, aber die dann quasi die verschiedenen Schweinelaute in Gefühlsausdrücke oder Gefühlszustände übersetzen. Und dann natürlich konnten sie damit auch die Schweine befragen, wie sie sich gerade fühlen in ihren jeweiligen Haltungsformen. Also hier sieht man auf dem Bild so ein Schwein mit so einem Gürtel um den Brustkorb und dann ist so ein Bild besorgt oder deprimiert. Und ja, das haben sie dann immer weiter erforscht und konnten so auch eben feststellen, dass zum Beispiel die Schweine, die in sehr kleinen konventionellen Betrieben mit nur 0,65 Quadratmetern Platz leben, deutlich trauriger sind als Bio-Schweine, die ungefähr 2,5 Quadratmeter Platz haben oder gar Freilandhaltung. Und sie haben auch festgestellt, dass Schweine, wenn du denen positiv zusprichst oder sie sogar ein bisschen tätschelst, dass sie dann besonders glücklich sind. Und was ich abschließend noch ganz besonders süß finde, ist, dass sie festgestellt haben, sie grüßen sich sogar persönlich, ist sich Dr. Eileen Villain, Bioakustikerin, die eben zitierte, sicher. Wenn Ferkel ihre Freunde wieder treffen, geben sie diesen Gruß von sich und wenn sie aufgeregt sind oder frustriert, kommt ein Hochfrequentruf. Also, ja, interessant. Also dieser Gruß ist eine akustische Geschichte, ist jetzt nicht irgendwie ein High Five oder High Schnauze. Nee, das ist eine akustische Geschichte, weil die haben im Endeffekt auch mit den Schweinen gesprochen, indem sie selber hier mit so einem Computer diese Geräusche von sich gegeben haben und da konnten die dann im Endeffekt auch Reaktionen erzeugen. Witzig. Und dann eine Sache, die auch auf Menschen zutrifft, auf mich persönlich kann ich das auf jeden Fall zutreffen lassen. Stress macht unglücklich und krank, steht hier. Also das zeigt eben, und ich meine, das ist eigentlich wahrscheinlich kein Geheimnis, dass so eine stressige Tierhaltung den einfach auch nicht gut tut.
Dann schmeckt das ja alles hinterher nicht mehr. Da quieken die zwar nicht mehr, aber. Ja. Nee. Keine Ahnung. Ja. Ich fand das witzig. War für mich auch so eine Story in den letzten Wochen. Irgendwie KI entschlüsselt Schweinesprache. Mit einer Genauigkeit von 92% immerhin. Also ich weiß nicht, wie sie das bei Schweine bewertet? Keine Ahnung. Frederik, was ist KI? Aber wo wir schon beim Übersetzen sind, könnt ihr euch vorstellen, was ein kryonischer Krankenwagen ist? Star Wars? Star Trek? Wird der Schwerkranke eingefroren während der Fahrt, damit das besser übersteht? Der Prollo ist einfach gebildet, muss man sagen, denn Kryonik, aus dem Griechischen Eis, Frost, darum geht's, hat der Prollo mal wieder hier richtig gerade glänzen können. Ich hatte ja schon geteasert, dass es sich lohnen könnte, auf sein Leben nach dem Tod zu sparen. Denn ein Berliner Start-up ist jetzt schon richtig zugange beim Thema, was wir so ein bisschen ehrlich gesagt auch schon kennen. Ich weiß nicht, ich habe spontan an Michael Jackson denken müssen, aber der war eher nur im Sauerstoffzelt. Aber es gibt ja tatsächlich irgendwie schon länger die Idee, dass man sich einfrieren lässt. Allerdings ist es hier so, dieses Berliner Start-up geht folgendermaßen vor. Die kommen tatsächlich mit diesem kryonischen Krankenwagen um die Ecke, wenn jemand gerade frisch verstorben ist, machen, wenn der natürlich Kunde ist, sonst natürlich nicht, machen sofort eine Herzdruckmassage und Sauerstoffzufuhr, um so diesen direkt eintretenden Zerfall aufzuhalten. Und dann wird er in einem dritten Schritt bei minus 196 Grad Celsius eingefroren. Und Sinn der Sache ist, dass man den in einem Stadium tief gefriert, indem man ihn dann irgendwann, wenn die Medizin weiter ist, wiederbeleben kann. Also dass man hat sozusagen jetzt nicht die Möglichkeit, ihn wieder zu beleben, ist aber so schnell dabei, diesen Zustand sozusagen zu konservieren, dass man sagt, wenn diese Wiederbelebung dann später möglich ist, dann tauen wir wieder auf und machen das. So, und das ist die Idee. Die Person, also die Leiche dann, wird dann gelagert. Ich weiß jetzt nicht, wieso das in der Schweiz stattfindet, aber wir sind ja irgendwie mit unserem Podcast dauernd in der Schweiz. Die wird dann in flüssigem Stickstoff gelagert, bis eben der medizinische Fortschritt soweit ist. Was haltet ihr davon? Prollo, du bist doch hier der Experte. Ich will's machen. Willst du den Artikel gerade noch mal vom Tisch hochholen? Du hättest das sehen müssen. Der wollte jetzt nicht zugeben. Nee, komm, das hatte ich Krione. Nicht. Ich habe den Artikel nicht gehabt. Ich habe nur den autonomen Autoartikel weggelegt, weil ich mir dachte, ich räume mal hier den Schreibtisch auf, während der Sammer erzählt. Das war aber kein Wirturteil. Weiß ich nicht. Also die Frage, also ich als Kunde würde mich zunächst einmal fragen, was ist, wenn die Ambulanz gerade besetzt ist? Habe ich dann einfach Pech gehabt? Komme ich dann so aus wie so ein schlecht gebeamter Star Trek? Dann kommt da als Ersatz der Bofrostmann. oh Gott. Dann endest du als Maishähnchen irgendwo. Also ich hätte, glaube ich, insgesamt kein Vertrauen in diesen Prozess. Aber ein interessanter tot. Gedanke ist es schon. Ja, aber wie machen die das denn? Die Leute müssen doch auch eigentlich, es gibt doch zumindest in Deutschland, musst du ja die Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit unter die Erde bringen oder zumindest einäschern. Da müssen die ja irgendwie eine Sonderregel gefunden haben, dass die da ewig und drei Tage in irgendeinem Kühlhaus vielleicht liegen. Vielleicht sind sie genau deswegen in der Schweiz. Ja, das ist in der Schweiz vielleicht anders, ja.
Also das heißt, als Deutscher kann ich diesen Kunden, diesen Dienst nicht in Anspruch nehmen. Den müsste ich mich abholen lassen in die Schweiz. Ja, also ich nehme mal an, das kannst du schon machen. Das, die fahren dich dann halt rüber. Ne? Und oder musst du dann auch je nach Aufenthaltsdauer dann die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragen? Das ist ja auch schwierig. Tja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann den Rasen da nicht gemäht hast zu Lebzeiten, dann wirst du nicht eingebürgert. Ja, das haben wir auch kennengelernt. Das hatten wir auch schon, ne, genau. Aber was meint ihr denn, was das kostet? Naja, erstmal das Leben, ne? Aber das. Also ist meine Gegenfrage wäre, ist es eine Pauschale? Oder muss ich da jährlich abdrücken? Genau, und warten bis das Wunder passiert. Allein die Stromkosten oder was auch immer. Also mit flüssigem Stickstoff, wie wird denn der aufrechterhalten? Also muss der immer zugeführt werden oder wird der auch runtergekühlt, elektrisch oder technisch oder wie auch immer? Also wie das mit flüssigem Stickstoff funktioniert, weiß ich nicht. Müssen wir mal einen Physiklehrer hier reinholen, kann ich nicht sagen. Aber ich nehme nicht an, dass man das irgendwie über PayPal mit monatlichen Raten zahlt. Zahlen meine Erben wahrscheinlich. Es kostet tatsächlich 200.000 Euro. Boah, doch. Also ich als Erbe wird, glaube ich, Opa lieber den Stecker ziehen. Wenn er wieder aufsteht, ist meine ganze Villa wieder futsch. Ja. Deswegen sage ich ja, was ist dir dein Leben nach dem Tod wert? Willst du darauf sparen, 200.000 Euro, dass du vielleicht dann in 200 Jahren nochmal Hallo sagen darfst? Ja, aber vor allem, du bist ja dann, wenn du nicht jung stirbst, bist du ja dann trotzdem alt. Ja. Stirbst ja immer wieder. Ja, dann wirst du geweckt und winkst noch einmal kurz in die Runde und krepierst dann endgültig. Wahrscheinlich wirst du wie so eine Mikrowelle mal 5 Minuten aufgetaut und dann kannst du mal kurz da dich umgucken und dann wirst du direkt wieder eingefroren. Das ist immer nur so ein genau. Hopsen durch die Jahrhunderte. Das Spaß macht. Tja. Aber es gibt offensichtlich einen Markt dafür, sonst würde so ein Startup das nicht machen, ne? Wie viel haben du sie hast denn schon? Vor allem aber auch wenig unzufriedene Kunden. Das ist doch das Charmante an der Sache. Wie viel haben sie denn schon eingefroren? Das steht hier nicht, das kann ich dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich Betriebsgeheimnis. Das ist so ein ähnliches Betriebsgeheimnis wie die Anzahl der Hörer. Darüber hüllen sie eisiges Schweigen. Sag mal, du bist doch Sportfan. Ich blätter hier gerade durch meine Artikel der letzten Wochen, die ich mir immer auf Liste gesetzt habe. Kannst du dir vorstellen, dass ein Typ, also ein Profisportler, im selben Spiel für beide Mannschaften aufläuft, also jetzt nicht so ein Benefizspiel, sondern ein ganz normales Ligaspiel. Kannst du dir das vorstellen? Ja, wenn das Spiel abgebrochen wurde und dann kam die Transferperiode dazwischen, dann wurde es fortgeführt oder wiederholt und er läuft für das andere Team auf. Ja, genau das ist in den USA passiert. Im Baseball hat der US-amerikanische Baseball-Profi Danny Jansen tatsächlich für beide Mannschaften gespielt. Er hat ursprünglich bei den Toronto Blue Jays gespielt. Das Spiel wurde aber wegen schlechten Wetters abgebrochen und ein paar Monate später wiederholt. Also er hat bei dem Spiel der Blue Jays gegen die Boston Red Sox gespielt und ist dann in dieser Periode tatsächlich zu den Red Sox transferiert worden und ist im selben Spiel danach für die andere Mannschaft aufgelaufen. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Fand ich irgendwie geil. Also nur ganz kleiner Fun Fact an der Seite, aber ja, weil es nicht alles gibt. So, mit Blick auf die Uhr, wer hat noch nicht seinen Teaser aufgelöst? Hatte ja noch das Thema Mewing einmal. Ah, ja. Genau. Also, ich weiß nicht, du weißt, Prollo, du weißt wahrscheinlich, was es eigentlich offiziell übersetzt heißt, ne? Nein. Oh, das Miauen. Also es, ach, Miauing. Ja, okay, da ist das O unterschlagen. Nee, es wird M-E-W-I-N-G geschrieben. Miauing, nee, dann nicht. Das sagt mir gar nichts. Siehst du, ist egal. Auf jeden Fall, also ihr habt dann auch logischerweise keine Vorstellung. Es geht auch nicht kein um kinderloser Katzenmensch. Nee, es geht nicht um kinderlose Katzenfrauen oder was. Aber ich kann ja gerne ein Kind besorgen und dann Einfach ist ja erstmal eine Katze zu besorgen. Also insofern. Ja, die sind knapp in letzter Zeit. Es geht um den perfekten Männerkiefer. Weil Mewing bezeichnet eine Methode eines inzwischen durchaus zwielichtigen englischen Kieferchirurgen, britischen Kieferchirurgen,
Das ist eine Kaumuskeltrainingsmethode, um ein markantes Gesicht, also einen breiten Unterkiefer, so à la Brad Pitt in seinen jungen Jahren oder auch Tom Cruise, zu bekommen. Das basiert auf dem Glauben, dass ein starker Unterkiefer einen hohen Testosteronspiegel, Männlichkeit und Dominanz bedeutet, quasi. Also David Coulthard ist dann so wahrscheinlich ganz vorne mit dabei, wer doch sich an den Rennfahrer erinnert. Genau, der war ja quasi nur Kiefer. Also wie Kiefer Sutherland. Oh, und auf jeden Fall, also der Witz ist, also man muss quasi eine bestimmte Übung machen. Das wiederholte Schlucken erzeugst du ein Vakuum in deinem Mund, sodass die Zunge flach am Gaumen liegt. Die Zungenspitze soll dabei aber direkt hinter den Vorderzähnen sein, ohne diese zu berühren. Und der Kiefer entspannt. Das musst du dann eigentlich möglichst lang anhalten. Also Anfänger schaffen das 10 bis 20 Sekunden, Fortgeschrittene können das länger. Ziel ist es, dass man die Zunge den ganzen Tag bequem in dieser Position halten kann. Und der Witz, das bedeutet nun, wenn man diese Mundraumtrainingsroutine praktiziert, dass man sich nicht nur Zahnklammern sparen kann oder auch nicht mehr schnarcht, sondern sich eben auch einen ausgeprägten, perfekt symmetrischen, durch und durch maskulinen Kiefer erarbeitet. Gibt es dann auch sackweise Videos auf TikTok und YouTube, wo das so in einem Pseudo-Vorher-Nachher-Bilder bewiesen werden soll, dass es funktioniert. Das kommt aus der Looks-Maxing-Trend. Also sprich, man versucht, sein Aussehen einfach maximal zu verbessern oder auch zu maximieren. Da gibt es das Hard-Maxing, das wären dann halt irgendwelche schönheitschirurgischen Eingriffe. Und Mewing ist das Soft-Maxing, also Praktiken für Hygiene, Hautpflege, Fitness etc. Und das Witzige ist nun jetzt... Aber was hat das denn mit Miauen zu tun? Das habe ich noch nicht verstanden. Muss man dabei ein bestimmtes Geräusch machen? Nein, könnte man auch vermuten. Nein, der Kieferchirurg, der hieß Mew mit Nachnamen. Oder der heißt auch noch so. Der ist inzwischen 96. Sein Sohn ist auch da zugange. Und Der hat so einen Kiefer, der auf so einem Rollator durch die Gegend fährt. So, den 2 Meter breiten Kiefer fährt er wie, dann. Wie bei Asterix und Obelix, diese Römer, die dann immer so einen riesen Kinn haben. Genau. Das Problem ist jetzt, dass das eine könnte man jetzt noch so ein bisschen witzig und harmlos, und wenn man halt nichts Besseres zu tun hat, kann man das ja machen und versuchen, da solche Tricks zu machen. Aber der John Mew, der also 96-Jährige, ist inzwischen aber auch von der britischen Fachgruppe, aus einer Art Ärzteschaft quasi, ist er inzwischen ausgeschlossen worden, weil er halt eben auch mehr oder weniger ein paar wüste Thesen halt veranstaltet und eben auch teilweise Tipps oder Ratschläge oder Beratungen gegeben hat, die wiederum dann bei einem 6-jährigen Mädchen etc., wo es dann einfach auch Probleme durch so eine spezielle Spreizvorrichtung des Kiefers irgendwie gegeben hat, und dass er da also Haltungskorrektur ist. Also ist ein Scharlatan, sein Sohn auch, der ist auch da zugange. Der heißt Mike Mew. Ist auch so ein Name, den man sich auch nur schwer ausdenken kann. Hackfresse. Genau. Und genau, und es wird natürlich auch angezweifelt, dass das überhaupt funktioniert. Das ist auch nicht wirklich belegt, sondern wird quasi von allen Kieferorthopäden abgelehnt als Methode, die einfach nichts bringt und Quatsch ist. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich war ja, wie vielleicht der ein oder andere in diesem Raum auch, längere Jahre als Pressesprecher tätig. Und dann haben wir ja auch regelmäßig so Fotojournalisten durch die Gegend geführt und entweder von uns selber, aber vor allem auch von höherrangigen Personen Fotos machen lassen. Und da hat mal einer den Tipp gegeben, wenn man so auf einem Foto nicht so ein labberiges Doppelkinn haben will, dass man beim Lächeln ganz fest seine Zunge an den Gaumen pressen soll.
Weil dann quasi diese Partie unter dem Kinn angespannt wird. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich mal ein Foto mache, also wenn ein professionelles Foto gemacht wird, dass du dann immer so, wusste aber nicht, dass dann mein Kiefer davon immer breiter wird. Ja, dann musst du das aber auch 8 Stunden am Tag machen. Also das ist dann irgendwie so, damit du einen breiten Kiefer hast. Also da würde ich, glaube ich, eher auf KI oder Bildbearbeitung setzen. Ich glaube, das ist dann sinnvoller irgendwie und auch wesentlich einfacher. Ja. Das Geile ist, dass bei der ganzen Übung, die ich da eben beschrieben habe, du ja gleichzeitig noch völlig entspannt sein sollst. Ja, das kriegt man. Ich muss eine Sache muss ich da nochmal nachhaken. Also du hast ja jetzt am Ende gesagt, irgendwie, dass das nicht funktioniert, also es keinen Nachweis gibt. Worauf genau bezieht sich das jetzt? Du hast am Anfang gesagt, dass das, dass der Kiefer auch irgendwie für hohe Testosteronwerte irgendwie steht. Soll das unter anderem auch dadurch erreicht werden? Und das müsste man doch messen können. Nee, die Testosteronwerte, das ist einfach die Wahrnehmung. Das heißt, in der Wahrnehmung werden Männer mit einem breiten, markanten Kiefer à la Brad Pitt. Das ist die Suggestion, wenn du so einen Kiefer vor dir herstellst. Das wird dann wahrgenommen, dass du dann quasi höhere Testosteronwerte hast und dann die in Anführungsstrichen Weibchen dann schneller auf dich abfahren. Deswegen sieht der Söder auch so unverschämt gut aus, weil er eine Weißwurst nach der anderen wegzuzelt. Aber nur entspannt im Unterkiefer. Ja, am Gaumen. Der zuzelt die im Mund weg. Ja, er kann die Wurst so am Gaumen schälen. Genau. Rauszuzeln. Also das ist der Zusammenhang. Also das ist einfach so dieser, deswegen, das las ich ja vor, also ich zitiere nochmal, dieses Ideal, also sprich dieses breiten Kiefers, basiert auf dem Glauben, ein starker Unterkiefer signalisiere einen hohen Testosteronspiegel, Männlichkeit und Dominanz. Hm. Also es ist der Glauben, ob das nur so stimmt, sei mal dahingestellt. Ja. Müssten mal irgendwie Verhaltensforscher schauen, ob Typen mit so einer Riesenfresse irgendwie mehr Mädels abkriegen. Ja. Also ich sage jetzt hier in dem Artikel haben sie jetzt das auch mit einerseits mit Brad Pitt in seinen 30ern bebildert und mit Tom Cruise. Ich denke, da funktioniert es im Großen und Ganzen. Aber ja, keine Ahnung. Wir können ja unsere Kieferpartien auch mal messen, aber ja, der Prollo hat ja seine mit so einem kleinen Bart noch verbreitet, ja, der bisschen, Fuchs. Bisschen der spart sich das Mewing. Das ist da ein bisschen Gestrüpp dran gemacht. Okay. Gut, was ist mit dir? Bist du durch? Ich habe mir überlegt, dass ich das eine hier noch bis zum nächsten Mal aufbewahre. Und, aber als Cliffhanger musst als du nur Cliffhanger ganz kurz sagen, worum werde ich geht. Sagen, es geht um Luftgitarre spielen in der Praxis und in der WM. Und der Artikel, den ich mitgebracht hatte, geht um einen konkreten Luftgitarrenspieler, den ich jetzt kurz vor der Sendung erst auf Facebook ausfindig gemacht habe. Ich werde ihn mal anschreiben, ob er nicht Lust hat, mal ein kleines Statement abzugeben. Ja. Oder vielleicht bringt er zumindest mal seine Luftgitarre vorbei. Die werden wir dann live in der Sendung. Hören wir dann. Sehr schön. Also ich bin auch durch mit der Tierwelt. Ja, war halt viel tierisch irgendwie, ne? Also ja, viel tierisch, viel Drogen. Und was mir zu den Drogen noch eingefallen ist, ich habe ja seit Ewigkeiten ein kleines Jingle, das hätte ich da einfach abspielen sollen, aber stellt euch nochmal die Drogenhaie vor und dann diesen jungen Mann aus einer Talkshow. Ich habe mit Heroin aufgehört, ich habe mit Kokain aufgehört, ich habe mit Teile, mit Pappen und mit Pilzen aufgehört. Ich bin nur noch am Durchrauchen und am Alkohol trinken. Was wollt ihr mehr? Also, ganz klare Ansage und die führt mich nahtlos, aber auch nahtlos zum Quickie des heutigen Tages, der heutigen Sendung. Und auch dieser Quickie hat ja seit einiger Zeit sein eigenes Jingle. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! So, Quickie heißt Summer. Wollen wir denn, während er quickiert, noch quasi... Ja, sonst ist er nicht auszuhalten, natürlich. Ja, von dem Guten oder von der Industriebrause aus Michigan? Nee, die kannst du wieder mit nach Hause nehmen. Ja, ich lasse dir eine Dose da. Okay. Oder wollen wir jetzt nochmal so ein IPA oder hier nochmal auch sowas hier? Können wir auch. Ja. Ein helles. Ja. Helles? Mach. Ja, ich hatte ja geteasert, was Bierbrauen mit Bäuchen zu tun hat. Ah. Wie gesagt, nicht Bräuchen, sondern Bäuchen von Bauch kommend. Insofern passend jetzt dazu, dass ihr nochmal hier euch eine Büchse reinschraubt. Flasche in dem Fall, aber egal. Flasche natürlich. Oder eine Flasche.
Ihr könnt ja nochmal gerade sagen, was ist noch in Bier drin enthalten? Hopfen, Malz, Gerste, Wasser. Und Hefe. Ja, Hefe. Hefe, gut. Und jetzt gibt es hier eine australische Brauerei, die irgendwie was Neues machen wollte, die ihrem Bier eine spezielle Note geben wollte und deswegen eine spezielle Hefe für dieses Bier entwickelt hat. Und die Hefe hat sie, und jetzt schnallt euch an, die Hefe hat sie aus ihren eigenen Bauchnabelflusen gewonnen. Also wie man weiß, sammeln sich im Bauchnabel gerne so Flusen. Ja, deswegen soll man den ja übrigens auch immer gut waschen. Hat Potenzial für Entzündungen, wenn man das nicht tut. Also ich dachte mir, dass du saubere Flusen hast. Und die sind jetzt tatsächlich hingegangen und haben es geschafft, aus diesen Bauchnabelflusen irgendwie Hefe zu gewinnen. So, und dementsprechend ist der Name von dem Bier auch Belly Button Bier. Und die Typen selber lassen sich zitieren, damit das sagen, wir waren schon überrascht, auf diese Art eigene Hefe zu kultivieren. Nach einigen Testläufen dachten wir, wow, das hat echt funktioniert. Und sie finden auch da überhaupt nichts dran. Also finden das nicht eklig oder so, sondern sagen, unser Bier ist nicht schmutziger als anderes. Hefe ist Hefe. Ich lese gerade hier die Dose, die wir eben getrunken haben. Das weiß ich auch, warum die Unterhose hier drauf abgebildet ist. Insofern, Prost, lasst euch euer Bier schmecken. Also ich finde das ekelhaft. Mhm. Tut mir leid. Ja. Also kann ja sein, aber wieso? Also wieso? Wieso jetzt aus dem scheiß Bauchnabel Hefe? Also gibt das irgendeinen spezifischen Geschmack oder ist da irgendwas, ist es einfach nur, weil man es kann? Oder ist das tatsächlich irgendwie ein besonderer Geschmacksträger, dann diese so gewonnene Hefe? Also das hier heißt es, sie wollten ihrem Bier eine ganz persönliche Note geben. Ja, kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, zwischen den Fuß... Also reinstrollern. Krispel da oder, ja, was weiß ich, ja, das ist Popel oder so. Und das ist jetzt auch ganz persönlich, aber das ist ja einfach, das muss doch gar nicht sein. Nee, muss nicht sein, aber ich glaube, wenn du es kannst, wenn du einfach es wirklich beherrschst, dann machst du vielen Schwachsinn. Es gibt ja auch Leute, die müssen kotzen, wenn man ihn an den Bauchnabel fasst. Also so, ne, bist du da so zu Gange und dann, gibt es die ganz klare Ansage, pack mir nicht irgendwo in die Nähe meines Bauchnabels, das ist voller Abfuck für mich. Das, also ich glaube, das sind nicht dann die Kunden. Also ich habe auch noch nie gehört, dass irgendwie einer außer in der Schöfferhofer Werbung die Bier, die hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel, ja, das kriegt eine ganz neue Bedeutung, aber dass das jetzt irgendwie für irgendwas besonders Sinnliches steht, so diese Krispel da aus dem Bauchnabel. Ja. Also ist das einfach, weil da Bakterien dann sind und man mit diesen Bakterien die Hefe ansetzen kann? Ich habe den Zusammenhang. Da gehe ich von aus. Also wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja. Wahrscheinlich haben sie vorher gesoffen irgendwie und dann kam es auf eine dumme Idee. Ja, genau. Das ist halt eine Sache nach dem Motto, weil sie es können. Sie können es, sie haben es geschafft und dann gehst du natürlich damit auch in die Presse und Die brauchen doch auch Nachschub. Sitzen die jetzt den ganzen Tag da und pulen sich da die Scheiße aus dem Loch oder was? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie Nachschub-Thema. Wenn das jetzt nachher der Riesenerfolgsschlager wird, dann stellen die Leute an, die schöne Bauchnabel haben, zumindest schön tief, und dann werden die geerntet. Ist das nicht wie dieser Teil, den man ansetzt und man gibt da immer die Hälfte von weiter und das wächst einfach unendlich? Weil normalerweise in der Bierwerbung siehst du immer irgendeinen so Typen, der durch so ein Gerstenfeld reitet, und in der Werbung von denen siehst du so 500 nackte Bäuche. Da geht aber so einer mit dem Zeigefinger so in den Bauchnabeln ernten. Ja, genau. Und mit Mathe-Stäbchen, Ben, nicht mit dem Zeigefinger. Ja, genau. Das ist ja unhygienisch. Genau, und in manchen Werbungen siehst du ja sonst, wie die dann auch mal den Hopfen oder was auch immer mal probieren. Das heißt, da muss da ja auch mal dran knuspern, ob es dann auch passt.
Das macht zwischen den Fingern zerreiben, ein Gefühl dafür zu kriegen. Also genau, ich denke auch, da hast du so ein Meer von Plauzen irgendwie, halt, ne? die nicht gewaschen sind. Also das stell dir doch so vor. Ja, wahrscheinlich können die auch mit der Nase erstmal feststellen, ob es schon reif ist. Die gehen erstmal mit der Nase hin und riechen und dann, nee, du musst noch 3 Tage und dann waschen. Aber ohne Duschen. Ja, vielleicht finden sie auch so eine Schnellerntemethode, dass sie das nicht rauspulen müssen, sondern die machen das zu zweit. Einer sprintet über die Plauze und springt immer drauf von Plauze zu Plauze und der andere fängt es dann immer auf, was rauspoppt. Da gibt es so wie ein Kirschentkerner, so einen Plauzinator. Oder einfach Unterdruck. Siehst du immer wie bei so einer schwedischen Penispumpe aus Austin Powers, die wird so aufgesetzt, siehst du immer so fump. Und danach kommen die Leute alle so den Bauchnabel raus. Hervorragend. Wird geerntet. Der Plauzenharvester. Genau. Der Harvester auf Plauzen. Das sind ganz neue Ideen. Ja, warum sind wir denn nicht auf die Idee gekommen? Mann. Wir haben doch auch schöne Plauts. Australien, kannst du mal vorbeifahren. Australien. Pool jetzt da. Wenn ich das nächste Mal da bin, bringe ich eins mit. Ja. So wie die chinesischen Eier. Der Name habe ich dir ja gesagt, nur mit Belly Button Bier. Ja, und steht da irgendwas zu den Absatzzahlen? Also wird das gekauft? Nee, Absatz steht da nichts. Okay, wahrscheinlich mehr für den Eigenbedarf. Wie heißt denn auf Englisch der C-Zwischenraum? Brauerei heißt Seven Cent Brewery. Der C-Zwischenraum, wie der auf Englisch heißt. Vielleicht gibt es das ja dann auch bald. Keine Ahnung, Tooth Harvest. Nicht Tooth. Wer ist das hier? Tooth. Na egal, wir kommen noch drauf. Also nächste Woche präsentieren wir unseren Startup-Gedanken zum Thema Bier aus Körperöffnung. Ja, ich wollte sagen, die Hausaufgabe ist jetzt mal in allen möglichen Körperöffnungen rumzupulen und zu gucken, wo sich Hefe extrahieren lässt. Träumchen. Stand das da drin, wie lange die nicht duschen dürfen? Oder sich irgendwie waschen? Oder haben sie sich auch mal ärztlich beraten lassen, ob das nicht vielleicht ein Hygieneproblem ist, dass sie aus ihrem Bierbacken da irgendwie dann Bier brauen können? Das Geschäftsgeheimnis, ne? Das ist ja dann Teil des Rezepts, wie lange die Hefe da sich im Bauchnabel entwickeln muss. Also das kannst du nicht einfach mitteilen. Ich denke, da werden wir bei nächster Gelegenheit unseren Hausbiologen zu befragen. Das ist eine schöne Idee, ja. Ich glaube, das wäre ein Thema für den Reinherr. Weil eine Hefe ist ja letztendlich auch ein Pilz nur. Ja. Also ich würde sagen, wir beenden diese Folge nach dem sehr amüsanten Quickie, alle mit ziemlich viel Emotional Damage und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal trotzdem wieder zuschaltet. Also ich gelobe zumindest, das wäre jetzt was für ein Sommer, dass er die Scheiße bestellt und dann mit den 100-jährigen Eiern hier präsentiert, aber ich werde es nicht trinken, ich sag's schon mal direkt. Also gut, 100-jährige Eier mit dem Bellybutton-Bier runterzuspülen ist irgendwie auch keine Lösung. Option. Keine Lösung, also Sommer spart das Geld. Früher hätte ich euch schön verarscht, hätte ich so getan, als hätte ich es mitgebracht. Ja, siehst du, hast du einen liegen lassen. Ja. Aber wer weiß, was uns da noch einfällt. Also, übrigens, bitte deinen Sohnemann dem diese Story nicht erzählen, nicht, dass der es dann irgendwie mal unter seine Plörre mischt. Also, genau, ich weiß nicht, wo kleine Jungs ihre Finger sonst überall noch reinstecken. Aber das wollen wir jetzt hier auch nicht weiter erörtern. Ich habe gehört, der ist ja richtig professionell. Also, er darf gerne wieder mixen. Genau. Und ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn es heißt, voll in die Presse, ein skurriler und frivoler und überhaupt unterhaltsamer Medienspiegel für euch, für das Ohr. Und ja, dann bis bald wieder, oder? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sehr schön.